Sie ist fertig. Aus unserer alten Turnhalle ist eine richtig schöne und gut ausgestattete Veranstaltungshalle geworden. Und wir sind begeistert. Wir sind begeistert, dass wir sie vollumfänglich nutzen können, aber genauso begeistert, dass unser Herr einigen Menschen das Herz bewegt hat, uns in diesem Projekt zu unterstützen. Und wir sagen diesen ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Baufachleute haben uns hier mit Rat und Tat, guter Arbeit, vollem Einsatz unterstützt, um die Halle zu sanieren. Ganz viele Menschen haben uns unterstützt im Gebet und mit Spenden. Insgesamt sind uns 952.000 Euro an die Hand gegeben worden für dieses Projekt. Was für eine Wertschätzung für diese Halle und ihre Aufgaben. Jetzt können unsere Schüler hier wieder Sport machen, aber auch Veranstaltungen dürfen wir durchführen und die liegen uns besonders am Herzen. Wer hierher kommt, der kann Gott und sein Wort, die Bibel, kennenlernen und darauf freuen wir uns schon. Ich freue mich, wenn wir einander wiedersehen hier in Brake und wir können über die Halle sprechen und vielleicht auch über den zweiten Teil von Erhalten, was erhält. Erhalten, was erhält, steht bei uns ja für die Sanierung zweier bedeutender Gebäude auf dem Gelände der Bibelschule Brake. Das war zuerst die Turnhalle, aus der jetzt eine Veranstaltungshalle geworden ist. Und als zweiter Teil steht die Kapelle an. Die Kapelle hat im nächsten Jahr ihren 60. Geburtstag und ist seit Jahrzehnten unverändert. Und wir müssen dringend etwas tun. Aber darüber können wir dann ja sprechen, wenn wir einander sehen. Oder sich informieren, wenn hier demnächst Informationen auf der Webseite stehen. Vielen Dank allen, die sich jetzt schon beteiligt haben. Und wir freuen uns über die, die auch in Zukunft uns unterstützen, wenn es um die Kapelle geht. Danke sehr.